Überleg doch mal, was du tun würdest, wenn du tonnenweise Geld hättest. Würdest du dir eine Yacht mit einem Haus drauf kaufen und wortwörtlich auf einem Bett aus Geld schlafen? Also, wenn du ein indischer Milliardär bist, ist das nur eine Möglichkeit, wie du dein Vermögen auf den Kopf kloppen kannst. Schauen wir doch mal, was sonst noch so geht. Nummer 11. Ein Goldhemd. Datta Pooji, ein Geschäftsmann aus Pune in Indien, muss doch wirklich einen Goldtick haben. 2013 stellte er 15 Handwerker an, die 16 Tage lang fast rund um die Uhr daran arbeiteten, ihm ein Hemd, das ausschließlich aus Gold besteht, herzustellen. Das glänzende Hemd wurde aus mehr als 14.022 karätigen Goldstückchen gefertigt und hat logischerweise ein gewisses Gewicht, etwa 3,3 Kilogramm. Eine Idee, wie viel so ein Kleidungsstück wert ist? Wie wäre es mit 210.000 Euro? Pooji gab später zu, dass er schon als Kind in Gold vernarrt war und eine Menge Schmuck aus diesem besonderen Metall trug. Nun ja, aber dieses Hemd gibt Goldtragen eine ganz neue Bedeutung. Nummer 10. Ein kugelsicheres Auto. Mit einem Vermögen von 48 Milliarden Euro ist der Öl- und Gas-Tycoon Mukesh Ambani der reichste Mann Indiens. Oh, und den Namen kannst du dir schon mal merken. Aber reden wir erstmal über sein Auto. Ein wirklich schnittiger Mercedes-Benz. Mit seiner langgestreckten Form könntest du ihn glatt mit einer Limo verwechseln. Aber weder seine Erscheinung noch die edle Marke machen dieses Auto so interessant. Zunächst einmal ist Ambanis Auto schwer gepanzert. Es ist nicht nur kugelsicher, sondern übersteht auch locker eine Bombenexplosion. Keine Frage. So viel Sicherheit hat seinen Preis. 1,4 Millionen Euro für diese Luxusschleuder. Aus Sicherheitsgründen hat die Mühle übrigens eine Höchstgeschwindigkeit von gerade mal 160 km pro Stunde. Aber wozu auch vor der Gefahr davonrasen, wenn man unverwüstlich ist? Nummer 9. Eine Fahrt im Ferrari. Eine Fahrt mit einem Ferrari machen klingt nicht so absurd. Solange es nicht das Geburtstagsgeschenk eines superreichen Inders an seinen 9-jährigen Sohn ist. Der Mann ließ seinen Sohn mit seinem Ferrari F430 so schnell er wollte durch die Nachbarschaft düsen. Natürlich bekam der Mann Ärger mit dem Gesetz wegen dieser unangebrachten Geburtstagsüberraschung. Interessanterweise war die Mutter des Kindes auch noch stolz. Sie meinte, nicht jeder könne von sich behaupten, in so jungen Jahren schon ein Ferrari gesteuert zu haben. Nun ja, ich fürchte, die wenigsten können von sich behaupten, überhaupt schon mal in einem Ferrari gesessen zu haben. Nummer 8. Eine diamantbesetzte Handtasche. Du hast ja schon von Mukesh Ambani und seinem kugel- und bombensicheren Mercedes gehört. Aber ich denke auch seine Frau verdient mit ihrem Hang zum Verschwenderischen wie einer mit Diamanten besetzten Handtasche einen Platz auf unserer Liste. Sie besitzt eine wahnsinnig exklusive Tasche, die mit 334 Diamanten und 18 Karat Weißgold verziert ist. Chanel stellte nur 13 dieser Taschen her und Nita Ambani hat eine davon. Die Tasche kostet 230.000 Euro. Also, das muss ich erstmal sacken lassen. Nummer 7. Unbezahlbares Wasser. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass in Indien Cricket sehr beliebt ist und dass Cricketspieler die wohl bestbezahltesten Athleten sind. Einer davon ist Virat Kohli, bekannt für seine Fitnessroutine. Der Mann trinkt tatsächlich nur aus Frankreich importiertes Evian-Wasser. Der Preis dort für eine 1-Liter-Flasche rangiert zwischen 8 und 26 Euro. Und da Kohli sehr darauf achtet, ausreichend zu trinken, kannst du selbst überschlagen, wie viel Geld er alleine dafür ausgibt, wohl hydriert zu bleiben. Nummer 6. Bett aus Geldscheinen. Ein reicher Mann aus Tripura hatte einen recht seltsamen Kindheitstraum. Und eines Tages erfüllte er ihn sich sogar. Samar Acharji hob den Wert von 25.600 Euro in Rupien, der indischen Währung, ab und baute sich ein Bett aus den Geldbündeln. Na, da liegst du nieder! Nummer 5. Eine private Boeing. Nochmal zurück zu Mukesh Ambani und seinem absonderlichen Talent, Unsummen an Geld auszugeben. Dieser Mann verdient ehrlich gesagt sein eigenes Video. Kommen wir also zu seinem Privatjet.
Bevor er sich diesen Vogel zulegte, schenkte Indiens reichster Mann seiner Frau ein 53 Millionen Euro Airbus zum Geburtstag. Sein Boeing kostete nochmal schlappe 65 Millionen Euro. Sie ist einer der teuersten und luxuriösten Privatjets weltweit. Wenn du dieses Privatstück betrittst, denkst du, du wärst in einem noblen Hotel. Es verfügt über private Suiten, eine VIP-Lounge, einen Sitzungsraum und Sitzplätze für 78 Passagiere. Dieses Flugzeug ist der Hammer. Aber das war noch längst nicht alles von der Ambani-Familie. Nummer 4. Eine unvergessliche Hochzeit. 2013 stand ganz Barcelona still, als Pramod Mittal, der jüngere Bruder des indischen Stahltycoons Lakshmi Mittal, die Hochzeit seiner Tochter feierte. Die 26-jährige Braut Srishti heiratete den Investmentbanker Gulraj Behl. Die Hochzeit kostete dem glücklichen Vater sage und schreibe 65 Millionen Euro. Eine derart teure Hochzeit musste doch ein wahr gewordenes Märchen sein. Allerdings, das Paar gab sich im berühmtesten Museum Spaniens, dem Nationalmuseum für katalanische Kunst, das Ja-Wort. Aus Indien und Thailand reisten mehr als 500 Gäste an. Während der dreitägigen, zur Schaustellung beispielloser Extravaganz, kreiste ein Helikopter über der Stadt, um das Event in Bildern festzuhalten. Straßen wurden gesperrt. Dom Perignon Champagner floss in Strömen. Die Hochzeitstorte wog 60 Kilogramm. Sternköche waren für das Essen zuständig. Mein lieber Herr Gesangsverein! Nummer 3. Ein Heli als Hochzeitsgeschenk. Eine weitere atemberaubende indische Hochzeit fand 2011 statt, als der Sohn des Kongressleiters Kanwar Singh Tanwar die Tochter von Sukhbir Singh Jaunapuria heiratete. Meine Güte, was für ein Zungenbrecher! Das Event kostete ungefähr 32 Millionen Euro und ist eine der teuersten Hochzeiten überhaupt. Es kamen mehr als 30.000 Gäste, 12 Leinwände zeigten die Hochzeit live und es brauchte 40 Tage und 1.000 Arbeiter, um alles vorzubereiten. Berühmte Bollywood-Stars wie diese hier sorgten für Unterhaltung. Ach, du willst wissen, was denn nun mit den Hochzeitsgeschenken ist? Ich denke, es genügt zu sagen, dass das Lieblingsgeschenk des Bräutigams ein Helikopter war. Nummer 2. Ein schwimmender Palast. So. Wir kennen schon Mukesh Ambanis Auto, Privatjet und die Handtasche seiner Frau. Was bleibt noch? Ach ja, seine Yacht. Dieser schwimmende Palast bietet einfach alles, was du dir wünschen könntest. Es gibt einen Aufzug, der dich direkt in die Suite des Besitzers bringt. Eine Pianobar, eine Lounge, ein Lesezimmer und ein Speisezimmer. Als Eitüpfelchen hat diese 58 Meter lange und 38 Meter breite Schönheit ein Solarschiebeglasdach. Gerüchten zufolge liegt der Preis einer solchen Yacht bei um die 90 Millionen Euro oder mehr. Nummer 1. Ein privater Wolkenkratzer. Und der erste Platz in der Kategorie größter Geldverschwender in Indien geht an... Na, weißt du es schon? Ja, es ist wieder Mukesh Ambani. Zu guter Letzt stellen wir dir noch seinen privaten Wolkenkratzer in Mumbai vor. Nein, nein, der gehört nicht einer seiner Firmen. Es ist wortwörtlich ein 27-geschossiges Eigenheim. Es hat sogar einen Namen, Antilla, und die gesamte Ambani-Familie lebt dort. Der geschätzte Wert des Gebäudes liegt bei 900 Millionen Euro. Nach dem Buckingham-Palast ist das 168 Meter hohe Gebäude die teuerste Wohnimmobilie auf dem Planeten. Na, so lässt es sich leben. Vielleicht fragst du dich, warum ein 27-geschossiges Gebäude als Wolkenkratzer durchgeht? Antilla ist tatsächlich nicht so hoch wie manche andere Wolkenkratzer. Allerdings haben die Etagen extrem hohe Decken. Andere Gebäude derselben Höhe würden etwa 60 Etagen umfassen. Übrigens sieht jede Etage in diesem Haus anders aus. Antilla beherbergt eine mehrgeschossige Garage für 168 Autos. Na, mit Ambanis umfangreicher Autosammlung ist das kein Wunder. Tatsächlich füllt der Fuhrpark der Ambani-Familie ganze 6 der 27 Etagen. Es gibt 9 Hochgeschwindigkeitsaufzüge und 3 Helipads. Dieses unfassbar teure Zuhause beherbergt sogar seinen eigenen Kinosaal für 50 Gäste, einen Schönheitssalon, einen Wellnessbereich, einen Ballsaal,
mehrere Schwimmbecken, ein Yoga-Raum und ein Schneeraum. Ja, du hast recht gehört. Das ist ein Raum, in dem du jederzeit, ob tags, ob nachts, ob jemand da ist oder nicht, künstlichen Schnee vorfindest. Und schließlich leben angeblich 600 Angestellte in Antilla, um das große Gebäude mit all seinen Einrichtungen am Laufen zu halten. Ich will gar nicht wissen, welche monatlichen Kosten das Ding verschlingt. Welche dieser verrückten Einkäufe indischer Milliardäre hat dich am meisten überrascht? Äußere dich dazu in den Kommentaren. Gib dem Video einen Daumen hoch, teile es mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal. Wir sehen uns auf der Sonnenseite des Lebens.